Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Ersteindruck von mir, Simni. Ich spiele das Spiel Valiant Hearts The Great War und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mir nichts dazu angeguckt. Ich habe das jetzt auch erst eine ganze Weile, nachdem es rausgekommen ist, mir besorgt, weil ich so nicht gerade mich gegenüber hatte auf meinem PSN-Konto. Und ich weiß nur, dass es eine fantastische Ubi-Art-Engine ist, die auch bei Rayman Legends und Origins zum Einsatz kam, die ich ja, und Child of Light, die ich ja unglaublich hübsch finde, und dass es irgendwie um Krieg geht. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen. Ja. Okay. Neues Spiel klingt gut. Dieses Spiel speichert Daten am bestimmten... Okay, Autospeichern. Alles klar. Verstehe ich. Glaube ich. Okay, also Erster Weltkrieg. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Saint-Mihiel, Frankreich. Ein paar Tage später. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Saint-Mihiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Okay, hier können wir uns zum ersten Mal selber bewegen. Ich mache mal ganz kurz auf Pause. Ein Faktenmenü, in dem die geschichtlichen Sachen aufgelistet sind, was ich sehr, sehr nett finde. Gerade weil ich jemand bin, der sich zum Beispiel Jahreszahlen nicht merken kann und sich jetzt mit dem Teil der Geschichte auch im nach der Schule überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt hat, wenn ich ehrlich bin, da es nicht ganz mein Thema ist, aber ich habe gehört, dass das hier so ein bisschen, also so Geschichte um die Menschen eher ist als um den Krieg selber. Das ist das Einzige, was ich irgendwie nebenbei mal mitgekriegt habe und das klang ganz interessant und es wurde mir auch von vielen Seiten mehrfach ans Herz gelegt. Ich habe die Sachen jetzt alle mal ein bisschen mit eingeblendet. Reiter wechseln, was haben wir noch? Objekte? Wir haben noch nichts. Okay, das war's. Mir gefällt der Artstyle ziemlich gut. Dass die Figuren nicht reden, sondern nur ein Voice-Over ist, finde ich ganz interessant. Ich frage mich, ob das so bleibt. Und ja, schauen wir uns doch erstmal weiter um. Hola? Oh, das ging schnell mit dem Entkleiden. Und durch den schicken Bart haben wir jetzt zumindest irgendwas an Charakter und wow! Da sind wir ja plötzlich sehr, sehr voll bepackt. Ich nehme an, das bedeutet, wir sollen von dieser Person das Horn holen. Oder jemand sagen, dass er das Horn blasen soll. Okay. Unsere Uniform ist ein bisschen heller als die der anderen, was ich ganz interessant finde. Dadurch kann man
ist wahrscheinlich aber eher ein Witz, um uns selber ein bisschen besser davon von den anderen abzugrenzen, also optisch, dass wir uns auch erkennen. Okay, wir können Granaten schmeißen, wie es aussieht. Wir können mit unserem Gewehrkolben prügeln. Ich nehme mal an, dass wir den auch schießen können werden. Das wäre sonst etwas merkwürdig. Und auch die ist hinüber. Ja, logischerweise geht das über eine Absperrung hinweg. Yeah, okay. Da, obwohl das gerade zu den Franzosen nicht gepasst hat, wie ich das ausgesprochen habe, aber hey, was soll's. Aber wo lernen wir denn jetzt bitte in jeder Sprache der Welt zu kapitulieren? Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil am Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen wird. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden soll. Tja. Und sehr schön. Das Ganze kommt ja gerade irgendwie ohne Messageboxen aus, was ich super interessant finde. Hier haben wir ein bisschen Schnaps, wie es Wein, wie es scheint, Schnaps wohl eher weniger, weil einfach fressende Soldaten geklaut. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Nehmen wir uns nochmal eine von den schwarzen Flaschen. Es ist... ich weiß echt nicht, was wir gerade machen, aber es ist interessant. Nee. Das ist anscheinend nicht das, was wir tun sollen. Nehmen wir uns mal zumindest die. So kommen wir. Das ist sehr, sehr minimalistisch alles, habe ich das Gefühl. Ich kann... Oh, Tagebuch. Ein Tagebuch, finde ich, ist schon was Nettes. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie und die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte rechtzeitig einzufahren. Endlich, ich kann es kaum erwarten zu kämpfen. Vielleicht lindert es etwas den Schmerz, den ich hier noch nicht spüre. Heute Nachmittag um 16 Uhr haben alle Glocken in Paris angefangen zu läuten. So unheimlich. Jemand auf der Straße hat mir erzählt, es sei für die Mobilisierung der Truppen, für den Fall einer deutschen Kriegserklärung. Ich schreibe Vater, um herauszufinden, was in Belgien vorgeht. Es fühlt sich sonderbar an, nach Deutschland zurückzukehren. Emil kann sich wenigstens um Marie und Victor kümmern. In den nächsten Monaten müssen sich die Dinge eigentlich beruhigen. Es ist alles so bedeutungslos. Nach Karl musst du zum Vater gehen. Warum mussten sie ihn einberufen? War er nicht schon genug, meinen Liebsten aus dem Land zu verbannen? Warum wollen sie Vater auch noch in die Uniform stecken? Er ist zu alt für den Krieg. Und jetzt bin ich ganz allein, wo die Ernte vor der Tür steht und ich mich um Victor kümmern muss. Also wir haben, wie es aussieht, mehrere spielbare Figuren. Wir haben hier Emil, wir haben seine Tochter. Okay. Die kommen anscheinend alle nicht zurecht, aber der Trommler, dem geht's ganz gut. Gucken wir mal, ist hier hinten noch irgendwas? Wir müssen sie wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge aktivieren.
Ah, okay. Alles klar. So können wir jetzt nach oben klettern und wahrscheinlich von dort oben irgendwas anderes benutzen, um dem armen Kerl dort hinten zu helfen. Ah, noch eine Dampfdüse. Alles klar. Aber hübsch gemacht. Hallo. Okay. Ein US-Soldat, ein Schwarzer. 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. Wir sind Standartenträger in der französischen Armee und es ist anscheinend ein Adventure. Freut mich. Ich war mir, wie gesagt, absolut unsicher. Und das gefällt mir alles gerade gar nicht. Oh, okay. Na, sagen wir... szenisches Adventure, so ein paar kleine Aufgaben, bisschen Action-Szenen. Interessant, wahrscheinlich aber eigentlich eher so ein bisschen um die Geschichte zu zeigen. Und wow. Das sah gerade echt fies aus. Hilfe. Das ist alles ein... Das ist echt alles nicht sonderlich nett, aber gut, es ist... Oh Mann. Oh Mann, Emil ist tot. Okay, wir dürfen es nochmal probieren. Ich hätte es interessant gefunden, hätte man den Ansatz gewählt, dass es dann anders in der Geschichte weitergeht. Aber dafür ist das Spiel dann auch zu günstig produziert worden. Das wäre ein wenig merkwürdig, aber es wäre ein interessanter Ansatz. Das muss man lassen. Na. Okay, rennen, alter Franzose, rennen. Ich habe hier ja zufälligerweise wirklich aus ungefähr, bin mir gar nicht sicher, ob aus der Zeit oder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Entlassungsurkunde der französischen Armee bei mir rumliegen, beziehungsweise eine Replik davon. Wow. Wow, nee, komm, das ist jetzt fies. Mademoiselle Marie Chaillon, Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment, wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört haben. In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. So, ganz kurze Pause. Ich finde es ist ein storygetriebenes Spiel. Es ist anscheinend auch sehr straightforward. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange es ist. Und ich war dann doch gerade überrascht, dass sie doch so einen Ansatz gewählt haben, dass die Figuren so schnell aufeinandertreffen, dass es so eine flotte Erzählweise hat. Und dass man den Charakter jetzt wirklich so schnell, so früh am Anfang schon verwundet, ich denke mal, ist gefangen genommen worden. Das ist... Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es mich mitnimmt. Aber es ist gerade doch irgendwo schwierig.
Ah, okay. Wir haben eine Art Kneifzange. Wir können uns durchboxen. Nicht wie unser Freund mit dem Gewehrkolben. Wir sind immer noch. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. Dieser Brief hat mir so einen Schrecken eingejagt. Unser armer Vater, er wurde verwundet und ist in Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob eine Verwundung ernst ist und er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass Gefangene Briefe erhalten dürfen. Morgen werde ich ihm schreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das Spiel kommentieren soll. Es fällt mir gerade wirklich, wirklich schwer, dass das eigentlich für sich selbst spricht. Aber einfach nur, um es zu zeigen. Oh, da war ein Item. Interessant. Einfach auch, um es zu zeigen, weil es wirklich schön gemacht ist. Werde ich das hier noch eine Weile weiterspielen. Und ich nehme mal vor, ich habe noch eine zweite Granate mit. Schaden kann es ja nicht. Anscheinend müssen wir eine Brücke springen. Und kann man sich das Grab ansehen? Nee. Okay, das hätte ich jetzt gut gefunden. Aber wow, oh, diese Musik. Obwohl eher ein bisschen höher. Immer noch zu niedrig. Ja, ich und Augenmaß, das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Verdammt. Ach komm, komm. Komm, mein Freund, das schaffst du. Jetzt, genau. Jetzt muss ich wahrscheinlich abwarten, bis sie das. Okay, sie landen gerade nach. Dadurch kann ich hier lang und hier Steine nehmen. Okay. Reicht es, um die Säcke durchzuwerfen? Und verprüge den Deutschen. Moment, das klingt irgendwie falsch. Okay, die Sandsack-Barrikaden kriege ich nicht weg, aber ich komme hier herunter. Und hier ist Dynamit. Das nicht funktioniert, denn die Stelle ist kaputt. Ah, schade. Aber dann wäre es wohl auch zu einfach gewesen. Wie funktioniert das jetzt? Ah, ich bin gerade wirklich etwas planlos, muss ich ja leider zugeben, mal wieder. Anscheinend müssen wir das irgendwie zünden, aber wie? Schauen wir mal, was hier hinten noch ist. Nichts, Wasser, okay. Ich bin planlos, das gebe ich zu, das tut mir auch leid. Okay. Ah! Okay, es war zu simpel. Mal wieder, wie üblich für mich. Selbst die Explosionen sind liebevoll gezeichnet. Ja, nehmen wir das Dynamit einfach mit. Man weiß ja nie, wofür man es mal gebrauchen kann. Und was ist hier oben? Schrott! Oder eine Granate, mit der wir die Brücke weitersprengen können. Richtig? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Weiterer Gegenstand. Okay. Es ist alles ein sehr simples. Es ist simpel. Es ist wirklich simpel. Es ist straightforward. Es gefällt mir alles super gut. Das ist wirklich ein richtig tolles Spiel. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es mir so gut gefällt. Hör auf zu ballern.
Puh, war das knapp. Der hätte den armen Ami fast erwischt. Und dass man das mal sagen wird, würde. Und... okay. Hallo, mein Freund. Es ist liebevoll, es ist gut inszeniert, es ist eine schöne Musik. Ich weiß echt nicht, was man gegen das Spiel einwenden könnte. Okay, der war zwar anscheinend deutsch, aber ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Renn, renn! Das war verdammt knapp. Hier müssen irgendwo wieder Steine sein. Okay, hier kommen wir durch. Und, okay, dann werfen wir halt mit Flaschen. Das ist auch völlig okay. Klappt so. Und dann müssen wir... okay, ich glaube, ich verstehe es so langsam. Tschüss. Yummy, Obst. Ich glaube, das können wir auf Leute werfen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber... geh da mal weg. Und tschüss. Wir sind ziemlich brachial, aber dagegen kann ich nichts einwenden. Ganz ehrlich, sie hätten es als Comic auch verkaufen können. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden. Verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollen. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Okay, wir sind Kriegsgefangene, das sieht aber eher irgendwie schon fast nach Sklave aus, was ich persönlich, es ist realistisch, aber es ist ziemlich, ziemlich hart als Schicksal für den armen Bengel, armen alten Mann, wollte ich eher sagen. Ich werde mir die Sachen hier nicht alle jetzt durchlesen, aber ich werde sie halt mal so kurz zeigen, damit ihr zum Beispiel Pause machen könnt, euch das durchlesen wollt, wenn ihr das Spiel nicht kauft, falls es euch einfach interessiert. Und ich würde sagen, den Part hier machen wir noch zu Ende. Und dann breche ich ab. Okay, geben wir dem Hund mal Wasser. Oh. Ich glaube, er mag uns. Ich weiß zwar nicht, wie ich drauf komme, aber wir haben hier Wurst, Wasser und Feuer. Erst Wasser, dann Feuer, dann Wurst. Habe ich das richtig verstanden? Oder vielleicht sollten wir erst den Kessel hinbringen. Mein lieber Vater, wir leben in ständiger Ungewissheit. Die Deutschen benutzen die Bewohner von Samiel als lebende Schilde gegen die französische Artillerie. Ich hoffe, die Deutschen behandeln dich gut und deine Wunde verheilt langsam. Ich lege ein Foto von Viktor bei und küsse dich innig von ihm. Alles Liebe. Bitte melde dich bald. Mhm.
Oh. Hier ist anscheinend ja, ein Foto der Tochter. Okay. Dann bringen wir den Deutschen mal ihre Würstchen, was doch überhaupt kein Klischee ist. Oh, nee, doch nicht. So kriege ich keine Würstchen. Das ist das Feuer. Und wo kriege ich das jetzt her? Wenn es nicht der das hier ist. Ja, aber zack, zack. Schön, aber. Oh, doch so. Okay. Oh Mann, der arme alte Mann muss hier auch noch so ein Zeug schleppen. Hey, Hundi, willst du Würstchen? Hallo. Hallo, Briten. Oh. Kann ich mich in die Wurstküche retten oder muss ich... Anscheinend nicht. Durch das viele Wechseln der Figuren hat man irgendwie einen schönen Einblick, selbst wenn es nur ein Hund ist. Ja, komm. Okay. Wir sollten uns einfach mal immer alles schnappen, was da so rumliegt. Wir haben keinen Hebel. Um hier durchzukommen, woher könnte... Es heißt, es muss hier irgendwo einer liegen. Oder geht... Das, nee, das hilft uns nicht weiter. Und ja, Hundi, ich komme gerade nicht voran, da mir ein Objekt fehlt. Nee, hier hinten ist nichts. Oh. Ich kann ihn zu mir rufen, interessant. Okay. Und damit kann man sich Sachen angucken. Ja. Ah, da oben. Ah, okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Keine Sorge. Ich bin nicht so blöd, wie ich mich manchmal gebe. Hui, braves Hündchen. Ich mag zwar keine Hunde, aber in dem Fall ist es durchaus praktisch, ihn dabei zu haben. Dankeschön. Und aus dem Weg mit dir, Munition. Das ist... Ah, alles klar. So. Klappt doch wunderbar alles. Und weiter geht's. Es wirkt durch die Musik von Sekunde zu Sekunde dramatischer, selbst wenn wir sowas Triviales machen, wie Scheiterrätsel. Und wenn wir einen teleportierenden Hund dabei haben. Mir sind natürlich die ganzen Collectibles kaum aufgefallen, da es nur kleine blinkende Gegenstände sind, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Oh! Wir können uns mit dem Löffel durchgraben. Interessant. Wow, du bist schnell, Kleiner. Und es ist sehr praktisch, dass man hier Hundetunnel gegraben hat. Oh. Nicht schön. Ich nehme an, hier unten ist irgendwas, das man werfen kann, um da oben lang zu kommen.
dann heißt es durchgraben und irgendwas finden. Jo, Hundi, ich hab's gesehen, aber... Dankeschön. An. Oh, der Knochen ist mehrfach verwendbar. Sehr schön. Einfach bloß, um an das Ding zu kommen. Okay, der Hund weist uns anscheinend auch auf diese Gegenstände hin. Das ist natürlich praktisch. Und ich frage mich, ob er, wenn er zu lange an dem haut, ob das Ding dann durchgeht oder... Oh, er vergräbt es wieder. Oh. Irgendwie ist es herzerweichend, obwohl ich es eigentlich sonst nicht so habe. Selbst wie er sich über sowas Kleines freut, wie dass er sich den Weg frei gemacht hat. Oh. Ja, das ist der richtige Weg. Okay. Ich denke nicht, dass da hinten noch was ist, oder ich hoffe, dass nicht da hinten noch was ist. Lass dir nur rätseln. Natürlich ist er da sofort auf dem Weg hin, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht gut ausgeht. Och nö. Ach, der Arme. Nein. Ach kommt, nicht doch. Ein paar Minuten zuvor auf der anderen Seite der Front. Die britischen Truppen setzten ihren Angriff auf Neuve-Chapelle fort. Nächstes Ziel, die Rückeroberung von Port Arthur. So. Da unser Actionheld jetzt zurück ist, werde ich das Angespiel an der Stelle beenden. Wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, das Spiel zu kommentieren. Das ist einfach eins, das man eher zeigen will. Ich habe eher das Gefühl, dass ich von der Stimmung ablenke. Die ist nicht gut. Hier echt an meiner Stelle Riesenempfehlung dafür. Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Es war auch auf jeden Fall irgendwo bei den Game Awards nominiert. Ich weiß gerade nicht, in welcher Kategorie. Ich glaube, beste Innovation oder dergleichen. Wirklich, wirklich schön. Ich werde das auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels sitzen werde. Und ja, das soll es gewesen sein, Leute. Gehabt euch wohl, euer Semni.